Hallo Freunde, herzlich willkommen auf diesem Video, diesen Waldvlog. Ich bin hier in einem relativ jungen Wald unterwegs. Dieser Wald, der wurde einmal von einem Sturm abgemäht und seitdem, ja, hat er sich eigentlich ganz gut erholt. Nur wenn man überlegt, dass hier früher zum Teil 100-jährige Bäume standen und jetzt alles noch so ganz junge Bäume. Es ist schon atemberaubend irgendwie. Und zwar der Sturm, der dafür verantwortlich war, das ist 99, 2000, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wann dieser Sturm war. Das war der Lothar. Der hat hier ziemlich großen Schaden angerichtet und ziemlich viel kaputt gemacht. Und seitdem haben wir hier sehr, sehr viele junge Bäume. Ja, ich werde hier mal den Wald ein bisschen erkunden. Jetzt um diese wunderschöne Zeit. Wir haben ein wunderbares Wetter auch. Wir haben jetzt so um die 20 Grad. Was für Anfang April auch nicht ganz normal ist. Aber es ist auf jeden Fall schön zu laufen. Besser wie Regen. Ja, wenn euch dieser Waldspaziergang, dieser Waldvlog interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja, Freunde, das erste, was ich mal hier entdeckt habe, ist ein richtig schöner großer Ameisenhaufen. Ich kann hier nicht sehr lang bleiben, denn die Ameisen attackieren mich bereits schon und sind auch ziemlich nervös durch meine Anwesenheit. Besser ist, ich drehe mal ein bisschen zurück hier. Ah, die gehen schon auf meine Schuhe los. Oh, wie schön. Diesen Haufen, ich schätze ihn mal für 4-5 Jahre wird er schon alt sein. Ameisen sind sehr wichtig für das biologische Ökosystem. Das sind also quasi die Aufräumer hier im Wald. Ah, die Viecher, die krabbeln mir die Hosenbeine hoch. Ich glaube, ich gehe lieber mal. Ist auf jeden Fall sehr schön, sowas immer wieder mal zu sehen. In der freien Natur, so ein Ameisenhaufen, sind ja mittlerweile schon ziemlich selten geworden. Und das sehe ich nur, hier ist auch noch mal einer. Aber so wie es ausschaut, ist es nur ein ganz kleiner und der ist verlassen, so wie es ausschaut. Ja, und ich denke, hier auf diesem Weg geht es auch nicht mehr weiter. Das, was man jetzt rauschen hört, das ist nur der Wind in den Bäumen oben. Wir haben ziemlich starken Wind heute jetzt auf einmal gekriegt. Frag mich nur nicht warum. War doch so schön heute den ganzen Tag. Und jetzt geht das los. Vielleicht kommt noch ein Gewitter. Wer weiß. Auf jeden Fall werde ich halt mal hier kehrt machen. Da hinten ist noch ein Jagdstand. Vielleicht werde ich danach einmal oben eine Pause machen. Sehe ich was stürzen hören. Das muss ein Baum gewesen sein, der umgekippt ist. Oh, wie schön. Hat ziemlich geknallt. Ja, jetzt bin ich halt mal hier hinterm Waldstand. Hinterm Jagdstand, Entschuldigung. Bin ich einfach mal vom Weg ab. Hier hat es wenig Brombeeren. Hier kommt man auch relativ gut durchs Unterholz. Und wo ich hier rauskomme, weiß ich in etwa. Gleich komme ich direkt oben hin. Eine schöne Aussicht, das ist eine Felsklippe unten drunter und vielleicht komme ich noch direkt an den Abhang. Kann ich aber nicht versprechen, ob das noch geht. Früher war es auf jeden Fall so. Da konnte man also wirklich toll zu der Felsklippe hin oben runter gucken. War immer eine atemberaubende Sicht. Jetzt mal schauen, ob das noch geht überhaupt und ob man hier überhaupt noch durchkommt. Jetzt einfach mal schauen. Herr Freund, ich habe sie gefunden, die Felsklippe. Nur etwas weiter vor noch, aber nicht zu viel. Ja, hier geht es einige Meter runter und unten drunter sieht man auch schon den Bergsee. Bin ich hier in der Gegend beim Bergsee, weil da drüben auf der anderen Seite, da befindet sich jetzt momentan auch eine kleine Baustelle. Es ist so, hier soll ein Kletterpark eröffnet werden im Mai. Ja, die müssen da tüchtig ran, damit es überhaupt noch was wird mit der Eröffnung im Mai. Bin mal gespannt,
was es alles wird. Über die Baustelle bin ich schon mal gegangen. Also die haben sich einiges vorgenommen. Ja, wenn man sich das mal anguckt, wie es da bergab geht, das sind ja gut und gern um die 30 bis 40 Meter, wo es da bergabwärts geht. Und diese Felsen da, ja, also es kommt immer wieder mal vor, dass mal einer unten liegt auf dem Weg. Die halten auch nicht das, was nach denen sie ausschauen. Ja, schon ein paar kleine Schmetterlinge unterwegs. Finde ich natürlich sehr schön jetzt im Frühling. Ja, also eine wunderschöne Ecke hier. Ne? Wenn man das auch anguckt, da oben auf den einen Felsen hat es mal einen Baum geschafft zu wurzeln. Ist dann aber doch vertrocknet, weil er auf den Stein zu wenig Wasser kriegt. Ja, Freunde, ich werde mal hier ein bisschen so auf der Anhöhe bleiben, oberhalb vom Bergsee. Der Bergsee liegt in einem regelrechten Krater, kann man sagen. Man weiß auch nicht genau, wie dieser See entstanden ist. Ist er jetzt entstanden nur durch einen Meteoriteneinschlag oder war das ein Urzeitvulkan? Man weiß es heutzutage noch nicht genau. Fakt ist, der See ist ziemlich tief. Ja, an der tiefsten Stelle soll er so um die 50 Meter sein, wurde mir mal gesagt. Und ja, aber leider mittlerweile auch schon ziemlich verschlammt. Sehr, sehr viel Schlamm drin. Ne? Die Entstehung vom See, also darüber wird immer noch sehr, sehr viel diskutiert. Und keiner ist so schlussendlich auf den Schlussstrich gekommen, um zu sagen, wie dieser See entstanden ist. Also ich werde schätzen, es war ein Meteoriteneinschlag vor sehr, sehr langer Zeit. So wie das ausschaut, weil Vulkane sind hier in der Gegend eigentlich eher untypisch. Ja, laufen wir mal hier weiter. Und einige Vögel sehe ich hier rumfliegen. Habe einen Specht gesehen. Nicht übel, ne? Nur leider, es geht so schnell. Wird wahrscheinlich schwierig sein, die Bilder von den Vögeln einzufangen mit der Kamera. Ah, das wird ja jetzt immer schöner. Der Weg, der wird jetzt immer schmäler hier, was mich auf jeden Fall sehr, sehr freut. Und wirklich abseits von jeglicher Zivilisation, kann man sagen, hier. Also mir gefällt es hier wirklich sehr. Ich hoffe euch auch. Es hat immer seine Besonderheit, so eine Waldwanderung für sich. Und jetzt bin ich mir ja nicht ganz sicher, es ist schon lange her, wo ich das letzte Mal hier war, ob ich hier zu den anderen Felsen komme. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, denn der Weg, der wird immer schmäler und ich weiß nicht, am Ende verläuft er sich da hinten auch wieder. Könnte gut möglich sein. Jetzt geht es hier erstmal wieder bergab. Ja, wenn ich die Topografie so im Kopf habe, müsste es auch so richtig sein, dass es erst bergab geht und später müsste es wieder etwas bergauf gehen. Da komme ich zu den anderen Felsen, so eine richtige Felsenklippe, der Scheffelfelsen. Da müsste ich hochkommen hier von diesem Weg aus, normalerweise. Ich war schon sehr lange nicht mehr da oben und ja, wenn es auf dem Weg liegt, dann werde ich sagen, gehen wir einfach mal hin. Und ja, kommt einfach mit, bleibt dran und kommt mit. Ja Leute, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Muss jetzt nur noch hier durch. Ziemlich unwegsames Gelände ein bisschen hier. Und dann werde ich auch gleich auf den Felsen stoßen, von dem ich vorhin erzählt habe, der Scheffelfelsen. Hier müsste ich durchkommen. Eben, ich war schon Ewigkeiten nicht mehr hier. Und ja dadurch, ja, habe ich auch nicht mehr genau gewusst, wo er nun liegt. Tja, wenn man jetzt hier mal die Bäume anguckt, hier hinter mir. Ja, also der hat auch sein Alter, der Baum.
Also was der denn für einen Durchmesser hat, ja, der ist ja sogar noch dicker wie ich, ne? Ja, da könnte ich einiges noch futtern, bis ich den Umfang erreicht habe von dem Baum. Ja, also dabei handelt es sich um eine Douglasie, eine sehr, sehr alte, kann man sagen. Und also die hat einen mächtigen Durchmesser, wie man sehen kann. Aber es ist nicht die einzigste, es hat noch viel mehr hier. Jetzt gehen wir einfach mal weiter und ja, weiter hoch zum Felsen, zum besagten Felsen, wo ich schon so lange nicht mehr war und jetzt mit euch mal dahin gehe. Ganz zu oberst steht übrigens auch so eine riesen Douglasie. Daneben dran ist nochmal eine. Also ja, es ist halt einfach auch so. In der Regel werden solche dicken Bäume auch wirklich irgendwann mal gefällt. Aber hier in der Gegend ist die Problematik halt auch die, man wird das Holz gar nicht aus dem Wald bergen können. Abgesägt ist schnell, aber man wird das Holz gar nicht aus dem Wald rauskriegen. Dadurch sind diese Waldriesen immer noch hier vorhanden. Dann geht es einfach mal weiter hier hoch, sind wir auch schon gleich da. Freunde, ich habe es geschafft. Ich bin gerade eben hier hochgekommen auf den Scheffelfelsen oberhalb vom Bergsee. Es ist einfach nur grandios, diese Aussicht. Guckt euch das an. Es ist einfach grandios hier. Eben wie gesagt, ich war schon sehr lange nicht mehr hier an diesem Eck. Und deswegen freut es mich desto mehr, hier mal oben wieder oben zu sein. Eins ist sicher, ich werde wahrscheinlich doch nicht an den Jagdstand Pause machen. Nein, 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 nein. Auf jeden Fall werde ich mal hier meine Pause verbringen. Das ist ja so schön hier. Ja, der Felsen, den kann ich mir nachher noch von unten mal anschauen. Dann könnt ihr eigentlich sehen, was für ein Riese das eigentlich ist. Leider hat es einige Töne von Autos, die da unten vorfahren. Ein paar Ausflügler, die einfach zu faul sind zum Laufen. Also wenn man sowas anguckt, dann geht man doch zu Fuß hin und fährt noch nicht bis zum See mit dem Auto. Naja, gut. Manchmal bin ich auch nicht besser. Ah, jetzt habe ich hier auch mal die Mitte, also den höchsten Punkt von den Felsen erreicht hier. So ein mysteriöser Reisighaufen liegt da noch. Und hier der oberste Fels, der alleroberste Fels, sieht man jetzt ganz deutlich hier. Und da vorne ist auch schon wieder der Weg, wo runterführt, zurück zum See. Aber es braucht mich jetzt momentan noch nicht interessieren, ich bleibe nur eine Zeit hier oben. Einfach bestaunenswert. Da oben werde ich jetzt gleich mal irgendwo meine Pause verbringen. Und ja, da lasse ich es mir einfach mal gut gehen zwischen dem ganzen roten Granit. Mittlerweile ist es doch ein bisschen ein beliebteres Ausflugsziel geworden. Man sieht es hier an diesem Grill, diesem Lagerfeuer, das hier gemacht worden ist. Also ja, vor Jahren war hier noch nichts, wo das letzte Mal hier war. Da war also keinerlei Spuren von irgendwelcher Zivilisation. Also hier müssen doch immer wieder mal ein paar Leute sein. Das ist als Zivilisation von Touristen halt, meine ich. Hier müssen doch immer wieder mal ein paar Leute sein, die ja hier einfach illegalerweise grillen. Ja, Freunde, hier sitze ich direkt vom Abgrund. Also vor mir geht es jetzt sicherlich wieder 30 Meter bergab. Und ich sitze hier und lasse die Füße also quasi in die Tiefe baumeln. Jetzt gleich noch ein paar Bilder zeigen, wie es da bergab geht. Ja, wäre nicht so schön, wenn man hier runter saust. Aber es hat sich echt gelohnt, der Aufstieg hier hoch. Nur leider wird es jetzt windig. Vorher war es doch windstill. Na, ich glaube, da kommt das erste Gewitter für dieses Jahr, so wie es ausschaut. Denn der Morgen, der gesamte Tag war so schön sonnig und warm, und jetzt geht's los mit Wind und kommen immer mehr Wolken. Also ich glaube, da kommt das erste Gewitter für das Jahr.
Ja, und hier geht's abwärts. Ja. Wunderschön die Beine runterhängen lassen. Nur leider, was sehe ich da? Natürlich wieder Müll von irgendwelchen Touristen. Wie ich es hasse, wie ich es hasse. Mensch Leute, wenn ihr in die Natur geht, bitte nehmt auch euren Müll wieder mit. Ich habe schon so oft gesagt, bitte verschandelt unseren Wald nicht. Aber was muss ich hier leider immer wieder und immer wieder sehen? In die Natur fahren, zum Saufen, okay. Aber man könnte ja vielleicht seinen Müll auch wieder mitnehmen. Ich finde solches Verhalten mehr als grob asozial. Kann ich wirklich nicht anders dazu sagen. Einfach seinen Dreck überall im Wald liegen lassen. Nein, das finde ich echt nicht akzeptabel und echt nicht schön. Sehen wir nochmal die oberste Spitze von den Felsen. Entschuldigung, Rucksack ist meiner. Darf ich nachher nicht vergessen. Ja, also für Menschen mit Höhenangst ist es hier nichts. Und das sieht, vor meinen Füßen geht es da also wirklich bergab. Aber wirklich tierisch. Da unten sieht man auch Spaziergänger rumlaufen. Ja. Und da ist auch schon der Bergsee. Tja, schade, dass man nicht so weit springen kann. Sonst könnten wir gerade im Sommer platsch in den See hinein. Wäre doch schön. Oh, vielleicht noch ein Sprungbrett anschrauben. Mal gucken. Für mich ist diese Landschaft einfach ein Traum. Ein Traum so schön. Schade, dass wir nun Wind kriegen. Ich werde auch nicht mehr sehr lange hier bleiben. Und geht es auch schon mal wieder bergab. So eine ziemlich hohe Erhebung hier über den Bergsee. Hat sich wirklich gelohnt, hierher zu kommen. Vor allem, da ich schon so lange nicht mehr hier war. Da wurde es jetzt wirklich mal höchste Zeit, wieder hierher zu kommen. Ne? Ich werde mich jetzt an den Abstieg wagen und dann sehen wir uns gleich nochmal. Wo geht's hier bergab? Da liegt noch ein Tretboot direkt im Bergsee. Nur leider, es wird immer mehr mit dem Wind. Deswegen werde ich jetzt auch absteigen. Werde mich an den Abstieg machen. Ja, dann werde ich mich mal wieder hier auf einen Abstieg machen. Und dann sehen wir den Felsen nachher mal von unten. Vorher kann ich euch nicht vorenthalten. Hier sehen wir so einen Riesenbaum. Ja, direkt hinter mir. Ja, das sieht man also, da kann ich wirklich noch zunehmen, bis ich die Breite erreicht habe von dem Baum. Tja, ich bin noch lange nicht der Dickste. Deswegen gehen hier an der Stelle schöne Grüße raus an Alex. Alex, Garten- und Küchenfuchs. Sei gegrüßt. Ja, jetzt hier im Frühling, da gibt es auch immer einiges zu essen hier im Wald. Viele wissen es nicht. Hier hat es Buchenlaub, ganz frisches Buchenlaub. Wenn es noch so jung und zart ist, eine Delikatesse. Später, wenn es älter ist, kann man es nicht mehr essen. Aber als so junge Blätter schmeckt fantastisch. Probiert es mal aus. Diesen Monat wird man es noch gut essen können. Später wahrscheinlich nicht mehr. Muss halt sehr jung sein, das Laub, das Buchenlaub, dann ist es wirklich ein Genuss. Mittlerweile bin ich hier unten angekommen und hier oben, ganz da oben bin ich gewesen. Hier sieht man es auch eingraviert, eingemeißelt in den Felsen. Dr. Viktor Scheffel. Ja, kleines Ratespiel.
an euch. Wer war Dr. Viktor von Scheffel, hieß er wirklich? Wer war das? 1875 hat er hier in diesem Ort Säckingen gelebt. So Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dieser kleine Waldvlog zum Schäfelfelsen, dann zeigt es mir doch mit dem Daumen nach oben. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare oder was nicht Nettes, ist euch überlassen. Und über ein Abo werde ich mich immer riesig freuen. Bis bald mal wieder. Macht's gut. Tschüss.